Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Feiertag. Ich habe mir heute gedacht, ich koche heute nicht und deswegen zeige ich euch mal was anderes, was ich gerne den ganzen Tag mache. Und das ist nämlich Flightradar. So, das ist also Flightradar. Ich denke, jeder kennt das oder hat schon mal davon gehört oder einige, denke ich mal, dass man hier alle Flugzeuge auf dieser Welt quasi anschauen kann. Ich wohne hier in Chemnitz. Wir können mal gucken, was hier gerade außen rumfliegt. KLM fliegt hier rum. Da fliegt Aerologic rum. Hier von Istanbul nach Amsterdam. Was man auch machen kann, ist schauen, was gerade die meisten Flüge sind oder die beobachtet werden. Das hier schauen zum Beispiel gerade 49 Leute an. Und ich denke mal, ja, Dubai nach Manchester, A380. Würde sagen, ist gerade gelandet. Dann haben wir hier Singapur nach Zürich. Ein Boeing 777. Anscheinend auch guter Anflug hier. Ist auch gerade gelandet in Zürich. Wir haben es übrigens heute Feiertag. Es ist gerade 8.37 Uhr morgens. Oh. Fang 00. Ja, United Kingdom Royal Air Force. Ab und zu fliegen immer ein paar Kampfjets rum. Was man zum Beispiel auch machen kann. Es gibt hier ganz viele Filtermöglichkeiten. Könnte zum Beispiel hier nach Military and Government suchen. Ne? Und dann wird er mal hier unten einige Sachen sehen. Da, also quasi in diesen typischen Krisengebieten, ne, fliegen auch die Flugzeuge rum. Was ist das? United US Air Force. Guckt sich an. So sieht's aus. In Kuwait. Was ist das? Boeing C-17 Globemaster 3. Hier liegt eine 747. Was macht die denn? Oh, die ist hier in Dubai gestartet und sieht aus, als würde hier ein Chariot wieder landen. Deutsche Lufthansa. Hier ist er. Man kann nur alte Flüge mal angucken. Wir hatten zum Beispiel LH456. LH456 ist der Flug Frankfurt-Los Angeles. Das ist der Flug, den wir dieses Jahr noch nehmen werden für unseren Urlaub in Westamerika. Da gibt es noch ganz viele Vlogs nach dem Sommer. Das ist der Flug, der letzte, ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, der sehr hart aufgesetzt ist in Los Angeles. Ich glaube, das war, was war das, am 13. April? Nee, der musste auf jeden Fall, mussten die da nochmal durchstarten. Genau, das ist der Flug. Da sieht man schön, hier einmal hart aufgesetzt und dann wieder durchgestartet und nochmal gelandet. So, was ich euch eigentlich noch zeigen wollte heute, ist nämlich eine andere Sache. Es gibt ein Spiel auf Steam, da kann man, also man kann bei Flightradar kann man auch so eine 3D-Ansicht machen, aber ist, jeder kennt ja Flight Simulator und sowas. Wenn man jetzt nicht unbedingt selber fliegen will, sondern den Leuten zuschauen will, echt fliegen, gibt es Flight Tracker 3D als Spiel. Das gucken wir uns jetzt mal an. So, das ist jetzt also Flight Tracker 3D, sieht ungefähr genauso aus. Wir müssen jetzt mal hier, ach die Scheiße, ist so voll. Mal einen schönen Flug nehmen, vielleicht irgendwas, was so ein bisschen Landeanflug auf irgendwas ist. Oh, hier, die startet gerade. In Leipzig. Da gucken wir mal rein. Manchmal passieren nur lustige Sachen. Und letztes Mal reingeschaut, ist der Flieger so geflogen und dann pum! So nach oben plötzlich. Ja, hier sieht man quasi, ach, sogar eine richtige Lackierung. Manchmal ist es nicht die Originallackierung. Gerade hier in Leipzig gestartet. Fliegt jetzt so. Leider fährt hier das Fahrwerk nicht ein. Das ist ein bisschen schade. Hier unten ist der A14. Rauszoomen können wir hier auch noch. Ja, da können wir, wenn man will, hier einfach nur ein Spiel zum Flugzeug angucken. So ganz entspannt kann man das quasi mal nebenbei laufen lassen. Irgendwie ist es, mir gefällt das irgendwie. Ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Das ist quasi mal ein Spiel, wo man einfach nur gucken kann. Altitude ist gerade bei 4600 Feet. Bin ich jetzt gerade zu doof, das umzurechnen. Das ist auf jeden Fall große Füße, denke ich. Ist das hier mit aktueller Bewölkung? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, das kann sein. Wartet, ich suche mal ganz kurz auf dem Zweitbildschirm nach einem Wolkenradar, ob das ungefähr hinhauen kann, wie realistisch das wirklich ist. Da wird aber keine Wolke in Leipzig angezeigt. Ich glaube, das ist nicht so ganz realistisch, weil hier über Sachsen generell ist nicht mal ansatzweise gerade eine Wolke. Das ist schade. Das hätte mich jetzt noch richtig überzeugt. Suchen wir uns mal noch ein anderes Flugzeug raus. Schauen wir uns doch mal Frankfurt an. Ich denke mal, jeder ist schon mal irgendwann in Frankfurt gelandet. Ja. Ist kurz vor der Landung eine Boeing 7478 der Lufthansa. Das dauert manchmal ein bisschen lange, bis das hier lädt. In der Zeit ist das Flugzeug manchmal schon gelandet, wenn man zu spät einschaltet. Ich glaube, genau das ist gerade das Problem. An der Stelle hängt sich das Spiel, dann auch manchmal auf. Das ist, ah, nee, guck. Gerade, höchster Kong, die 747. Ein A340. Nee, das ist doch nicht 747, oder? Stand doch da, oder?
Da stand gerade noch, dass das eine 7 für 7 ist. Ich check das mal ganz schnell über Flightradar ab, ob das richtig ist. Ob die da... Ach du Scheiße, was macht er denn? Uiuiuiui. Der schwankt ganz schön. Nee, das ist tatsächlich ein A340. Ist richtig. Auch bei Flightradar ist es A340. Und, pass auf, Achtung Leute, jetzt setzt er gleich auf. This aircraft is on the ground. Abgestürzt quasi. Ja, Frankfurter Flughafen. Wer war alles schon mal am Frankfurter Flughafen? Bitte jetzt mal kurz melden. Achso, nee, könnt ihr gar nicht. Könnt ihr euch ja in dem Video melden. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ey, fliege ich gerne, fliege ich nicht gerne. Ist das eine 747? Nee. Aber wie will man das 747 haben? Oder ein 380? Im Landeanflug natürlich. Ah, da ich weiß nicht, wo wir hingehen müssen. Wir müssen dann nach Dubai. Denn da landet alle paar Sekunden A380. Ach, guck, das ist die 747. Die wir gerade eben schon auf Flightradar angeschaut hatten. Das ist die 747, die wir gerade auf Flightradar angeschaut haben, wo ich dachte, er fliegt zu einem anderen Flughafen, hat es doch wieder einen Schwenker gemacht und fliegt zurück. Das ist die Frage, hat die ein Problem oder warum fliegt ein Flugzeug, was eben gestartet hat, planmäßig wieder zurück? Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Weil warum sollte man starten und instant wieder zurück... Ach, ja, das ist quasi eine Boeing 747-400. Also nicht das aktuellste Modell. Der geht ganz schön runter hier, ne? Aber das ist ungefähr die Ansicht. Manche Flugzeuge haben so eine Kamera hinten drin verbaut. Da kann man dann im Flugzeug, Bildschirm, genau das hier auch sehen. Ja, das sieht ungefähr so aus. Das ist quasi das Bild jetzt, was man manchmal halt im Flieger sich live anschauen kann. Ja, das ist ja A380. Ich verstehe noch nicht ganz, warum manche Flugzeuge quasi in Lackierung des der Fluggesellschaft sind und manche nicht, weil Aerologic hat ja vor uns auch eine Lackierung der Fluggesellschaft. Der Emirates A380 hat halt die Standard-Airbus-Lackierung. Obwohl er die ja nicht so hat jetzt in echt, also... Da verstehe ich es noch nicht so ganz, wo, wie, was, warum das so ist. Love at first flight. Ja, A380, das ist aber auch so ein schönes Flugzeug, ne? Ich bin so gern damit geflogen. Mein letzter Rückflug aus der USA, dienstlich, extra so gemacht, dass es nochmal ein A380 wird. Ja, das ist quasi jetzt Flight Tracker 3D gewesen. Ne? Das, also, kann ich mal kurz zeigen hier. Flight Tracker 3D auf Steam. So sieht der ganze Spaß aus. So, schauen wir nochmal schnell hier bei Flightradar rein. Das ist halt die 747, die wir kurz angeguckt haben. Die hat vor uns jetzt so einen Schlenker gemacht. Manchmal reicht es, wenn man irgendwo hier rumscrollt und man sieht schon irgendeinen Flug, der einen komisch vorkommt. Und das ist meistens irgendwas Interessantes. Klar, viele interessante Flüge tatsächlich waren jetzt immer in letzter Zeit da, wo mal kurz Krisengebiet war, ne? Also hier, was halt in der Ukraine-Bereich rumfliegt oder auch letztens, wo ja der Angriff auf Israel nochmal war von Iran aus, da hat sich halt hier über sehr schnell alles geändert. Viele Flugzeuge sind hier umgelenkt, weil sie ausruhen mussten. Wenn das jetzt nicht so normal wäre quasi, dass das hier gefühlt jede Woche irgendwo passiert und irgendwo was... jemand angegriffen wird oder sonst irgendwas. Als Flugzeugfan so ein bisschen. Für mich ist es interessant, weil ich gucke mir dann mal gerne die Flüge dann hier an. Oh, hier fliegt gerade ein Flugzeug drüber. Peking nach Genf. Sehe ich die Raketenspur draußen? Kondensstreifen oder hier Chemtrails, wie haben wir die Verschwörungstheorie oder mal sagen? Generell ist halt krass, was los ist. Das ist jetzt nur Europa, wenn ich immer hier runter gucke, ja. Guck mal Japan jetzt gerade aktuell an. Das ist ja genauso voll. Guckt euch an, wie die hier in einer Reihe quasi reinfliegen. Können wir mal schauen, ob hier... Also hier, das ist der Kampfjet. Edinburgh nach Prag. Was ist da interessant? Also so richtig random, warum 550 Leute so einen Ryanair-Flug anschauen. Hunter 3, das klingt doch gut. Ah ja, United Kingdom Army Air Corps. Da wird gehuntet. Hunter 3 und Hunter 1 ist auch unterwegs anscheinend. Ah, guck hier zusammen. Herrschenflug. Ach nee, ich wollte nicht favorisieren, ja egal.
Ostrava Prag. Was ist denn hier in Prag los? Warum guckt denn hier der Prag an? Manchmal ist auch so, man kann hier Airport Disturption, wo Disturption Map, wo die meisten Probleme gerade in den Flughäfen sind und mit Verspätungen. Aktuell. Ja, aber sieht nicht so schlimm aus. Antalya hat ein bisschen Cancelled Flight 0. Letztens war, also Dubai war letztens halt auch total interessant gewesen, als dort hier das Hoch, als der Flughafen wirklich ein Hafen wurde, weil da konnte man richtig sehen, wie die Flugzeuge teilweise ausgewichen sind. Kann ich mal ein paar Bilder aus dem Chat mit Jannis zeigen. Da zum Beispiel das. Wie viele Kreise willst du drehen? Das Flugzeug nur so, ja. Lufthansa damals. Naja. Weil ich halt am falschen Dubai Flughafen. Hauptsache ich lande irgendwann. Chinese Southern Airline. Naja. Wenn es da nicht klappt, dann geht's halt woanders hin. Mal gucken, wo wir rauskommen. London nach Dubai und dann noch so. Ach, Leute, wisst ihr was? Kuwait ist ohne so schlecht. Lass mal da hinfliegen. Kuwait City ist hier oben. Stell dir vor, du bist hier unten hin und du fliegst hier oben hin. So, ich denke, das reicht für so ein kleines Mittwochsvideo, weil irgendwie mache ich es immer Mittwochsvideos und nicht mal sonntags aktuell. Ja, nächste Woche gibt es noch Kong. Vielleicht schaffe ich es eigentlich mal wieder ein anderes Video über Sonntags zu machen, weil hier mein Spaß mit Lego. Film ist jetzt vorbei. Steinerei ist jetzt bald in Wien am 8. Juni. Wer Lust hat, kann da hinkommen. Hier, Steinerei, sei dabei. Ne? Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Feiertag und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder live beim Kochen um 19 Uhr und hier um 18 Uhr das Video der letzten Woche. Bis dann und tschüss.